Hallöchen, heute hat mich mal wieder ein Päckchen von True Night erreicht. Und zwar handelt es sich diesmal um die TE4 Cool White. Die ist ein bisschen größer oder ein ganzes Stück größer als die letzte. Wieder eine sehr schicke Verpackung, ich finde, erinnert mich so ein bisschen an die älteren Samsung-Verpackungen. Wir machen das Ganze mal auf. Dann finden wir, was ist das? Hello, bla bla bla. Ja, hier, dass man halt bewerten soll bei Amazon. Dann haben wir eine Anleitung, eine kleine, wie bei der letzten, was soll man auch groß bei einer Taschenlampe sagen. Hier haben wir die Lampe selbst. Wir schauen aber mal weiter. Wir haben hier wieder so ein kleines Gelsäckchen und noch zwei Dichtringe, da diese wieder wasserdicht ist. So, hier haben wir das gute Stück. Da haben wir sie. Das Ganze hat diesmal 252 Lumen im High-Modus. Wird diesmal befeuert von zwei dreifach A Batterien. Ich kann euch das hier mal zeigen. Ich habe da Mimik schon mal was vorbereitet. Nummer 1. Nummer 2. Hier sind die zwei drinne. Verarbeitung ist wieder 1A. Hier diesmal ist aber ein bisschen anders. Ups. Und zwar haben wir diesmal hier Flugzeugaluminium mit einer harten Elixierung, und zwar Typ 3 in Schwarz, wie man ja unschwer erkennen kann. Das macht die Lampe extrem leicht. Die wiegt jetzt ohne Batterien nur 22,3 Gramm. Hat eine Länge von 132,9 mm in der Länge und dick oder beziehungsweise dünn ist sie 14,2 mm. Das Ganze ist 2 Meter stoßfest, also wenn er sie fallen lässt, passiert dann nichts. Das Ganze ist wasserdicht, genau wie bei der kleinen, die ich hatte, nach IPX8 Standard. Ja, eine LED ist hier auch eine andere drin. Hier ist eine Cree XP G2 LED verbaut. Die hat einen Lebensdauer von über 20 Jahren, das war ja bei der anderen auch so, aber das hier ist halt eine bisschen stärkere, wie man halt, wie ich schon gesagt habe, 252 Lumen im High-Modus, Strobe-Modus ebenfalls. Dann haben wir 424 Lumen im Low und 0,3 im Firefly-Modus. Und das ist schon ordentlich. Ich habe sie schon getestet. Achso, ja, noch zu der Lebensdauer, also zu der Leuchtzeit. Das hier wäre jetzt Firefly. Da hält sie ganze 137 Stunden. Dann haben wir den Low-Modus, da hält sie 12 Stunden. Das ist so. Dann haben wir den High-Modus und dann hält sie noch immerhin immer noch 51 Minuten. Und dann haben wir den Strobe-Modus, der, da ist er, der Strobe-Modus auch mit 252 Lumen. Dann hat das Ganze eine Dauer von 90 Minuten. Wir werden jetzt mit der Taschenlampe mal rausgehen, mal gucken, wie sie sich draußen schlägt. Hier drin sieht man es halt immer schlecht, weil hier über mir schon extrem helle LEDs verbaut sind. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal raus und danach sehen wir uns nochmal wieder. So, jetzt mal den Draußentest. Wir haben uns jetzt unter eine Brücke verkrochen, weil es ziemlich stark regnet. Ja, heute an der Kamera mal nicht meine Frau, sondern eins der Kinder. Kannst du mal Hallo sagen, Lea? Hallo. Und ja, jetzt probieren wir das Ganze mal draußen. Also erster Modus, Firefly, sieht man nicht wirklich. Es ist echt stockduster, wir sind hier wie gesagt unter einer Brücke. Der zweite Modus, da sieht man schon ein bisschen. Und jetzt gehen wir in den großen Modus und da hat man schon eine echt schöne Lichtausbeute. Mal da drüben in den Bäumen. Wo ist denn die Kamera? Da. Ja, es lässt sich halt mit der Kamera immer schlecht zeigen, aber es ist wirklich vollkommen ausreichend.
Warte, wir können mal hier, dreh dich mal um. Mal da lang leuchten. Ja, guck mal, da sieht man auch was. Ein bisschen höher noch. So, da sieht man alles schön, schön hell. Können wir nochmal den. Das ist der mittlere Modus. Und das ist der große Modus. Und ich finde, im mittleren Modus hat das Ding einen schönen Kreis. Wenn man das hier nochmal. So, ist wirklich ein perfekter Kreis, muss man sagen. Richtig punktuell, was echt cool gemacht ist. Dann der große Modus und dann noch der. Ups. Ein Moment. Da ist er. Der Strobe-Modus, der halt auch mit voller Lumenzahl leuchtet. Tja, soweit zum Außentest, würde ich sagen. Und ja, dann sehen wir uns jetzt gleich nochmal drin wieder. Und ja, tschüss. Sag auch tschüss. Tschüss. Da sind wir wieder. Ja, wie ihr gesehen habt, echt krasser Lichtausbeute aus so einer kleinen Lampe. Die Modis sind ja nahezu identisch außerhalb von der Helligkeit zu der kleinen, die ich das letzte Mal vorgestellt habe. Und wie gesagt, wie ich es schon im Video gesagt habe, zum Kartenlesen ist der Firefly-Modus perfekt. Und das ist halt, das ist für mich persönlich eine Haushaltslampe, würde ich sie einschätzen. Eine kleine Haushaltslampe, die man überall liegen haben kann, im Keller wenn wegen oder im Stromkasten, falls mal, wie sagt man denn, ich komme gerade nicht drauf, wenn mal Stromausfall ist, bei Gewittern oder dergleichen. Das ist für mich eine kleine Haushaltslampe. Das Ganze kostet 25 Euro bei Amazon, Link ist in der Beschreibung. Für mich eine echt tolle Lampe, muss ich sagen. Das ist sowas für jedermann. Sowas kann man zu Hause liegen haben. Der Preis ist vollkommen in Ordnung und auch vollkommen gerechtfertigt. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß nicht, ob noch eine Lampe kommt. Keine Ahnung, werden wir sehen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.